Ja, okay. Beginnen wir mal mit dem ersten Kampf. Und ich habe schon den mal ausprobiert. Der ist eine Witzfigur vor einem Gegner. Wie ihr seht, der kann einfach nichts bei mir machen. Ich glaube, ich komme nicht mal in den Sinister-Modus, wenn ich das so weiter kämpfe. Okay. Den hier mal. So. Und was ich noch ankündigen wollte. Ich habe es geschafft, ein Spiel zu, also bei meinem Emulator, habe ich ganz oft versucht, dieses Spiel flüssig hinzubekommen. Gestern habe ich es einfach mal so versucht. Und was ist? Ich habe es geschafft. Ich habe es jetzt geschafft, das Spiel jetzt komplett hinzubekommen. Und ich habe jetzt damit keine Probleme. Das wird demnächst auch ein bei mir hochgeladen werden. Und dieses Projekt werde ich, glaube ich, auch sehr viele Aufrufe wie Inosuma 11 haben. Weil dieses Projekt, das ist einfach Hammer. Oh, eine Minute. Ja, du musst schon oben angreifen hier. Okay, der Boss war einfach mal ein Witz. Der Ursula war mal ein bisschen heftiger. Okay. Stelzenknüppler. Hey. Okay. Level 41, wie ihr seht. Ich bin schon etwas overlevelt, würde ich mal sagen. Wo muss ich hin? Okay, das geht auch so. Und die Gegner hier habe ich einfach alle vernascht. Es geht einfach. Es ist einfach easy. Mit Riku ist die Story auch viel schneller, weil er hat keine Story so gesagt. Weil er kämpft nur rum. Das alles. Er kämpft einfach nur rum. Da würde ich mal sagen. Da würde ich echt sagen, dass Riku, weil Riku das einfache ist. Aber. Okay, ich hatte noch eins. Ja, aber Riku ist es einfacher. Hier rumzukämpfen. Ist echt so. Und ich weiß, ich kann auch hier durchgehen, weil ich weiß, es kommt gleich eine kleine Konversation. Ach, Laxin, du Schlampe. Warum so trübselig, Namine? Was spukt in deinem Kopf rum? Deine hässliche Fratze, Laxin. Bedrückt es dich, ein falsches Spiel mit Soras Erinnerung zu spielen? Oder vielleicht? Lass sie in Ruhe, Laxin. Ich dachte, er wurde in den Arsch gefickt. Ah, naja, er hat wohl überlebt. Namine möchte Sora vergessen. Was du nicht sagst. Keine Sorge, Namine. Ich nehme dir jeden Schmerz, egal was es ist. Das schwöre ich bei dem Glücksbringer, den du mir geschenkt hast. Ach, der wird so eiskalt verarscht. Ich komme wieder. Keine Frage. Ich habe gerade was Scharfes gegessen. Boah. Einfach unglaublich, als hättest du sein Herz völlig neu erschaffen. Das mit dem Glücksbringer war besonders rührend. Ich wusste gar nicht, dass du mit deinen Karten in Andenken verwandeln kannst. So wie du Kairis Glücksbringer verändert hast. Schon bald wird Sora sie ganz vergessen haben und dann gehört er dir. Er wird sie nicht vergessen. Hä? Egal wie sehr ich sein Gedächtnis manipuliere, Sora wird Kairis niemals vergessen. Erinnerungen an mich machen seine Gefühle für Kairi nur stärker. Denn ich bin ihr Schatten. Diese Aussage hat eine Bedeutung mit Schatten. Na und? Nimm das als Anreiz, nicht zu versagen. Schreib Soras Herz um. Und dann wirst du jemand, nicht bloß der Schatten eines anderen. In Soras Herzen kannst du echt sein. Okay. Ja, jetzt kommt die nächste Welt. Ich bin echt nicht. Ich bin, glaube ich, in diesem Part bin ich damit das Story bald fertig. Ach, ich mach die hier. Arena des Olymps. Verstehe auch gar nicht, warum er diese ganzen Welten jetzt durchmachen muss. Ich verstehe es nicht, aber naja, wenn er es will, dann soll er es auch machen. Okay, das geht auch schnell vorbei. Wir sehen uns beim Eingang zum Boss. Okay Leute, es ist 2 Uhr morgens und ich spiele jetzt weiter mit Chain of Memories. Ach komm. Aufladen. Diese Kugelattacke ist die hässlichste. Komm, mach. Okay, ich muss erstmal alles schlagen.
aufladen. Auf die andere Seite. Wieso kannst du mich treffen, du? Ich verstehe diesen Charakter echt nicht. So. Okay, man muss hier aufpassen, weil der hat ja diese behinderte Attacke. So. Diese Kugelattacke ist die hässlichste. Okay, aufladen. So. Wie kann es mich eigentlich noch treffen, wenn ich erst schon geschlagen habe? Egal, ich muss es nicht verstehen. Komm, es muss mich jetzt heilen. Ja, bei meinem Glück hat es ja nicht geklappt. So. Ach, komm. Ich hasse diesen Gegner. So, man muss ein bisschen feige hier kämpfen, das ist echt so. Sinister Hieb. Okay, muss ich... Ey, das doch... So. Ey, gleich hab ich ihn. Ja, ja. Das war knapp. Das verdammt nochmal war knapp. Weil dieser Boss ist eklig. Wegen diesen Karten, die ich habe. Ja, wie schon gesagt, also 2 Uhr morgens. Ja, es ist 2 Uhr morgens und ich spiele jetzt gerade das. Und sehen wir mal, wie weit ich jetzt kommen werde. Ja, komm, wir nehmen eins davon. Wir haben ja genügend davon. Und wie viel Leben hab ich? Oh. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Okay, sehen uns mal an, was auf uns wartet. Okay, kleine Konversation ist auch gut. Mehr dann weniger. Ach so. Bedrück dich etwas, Laxus. Wechsel lebt nicht mehr. Ja, seine Aura ist weg. Das war Axel. Ich finde es betrüblich, dass wir Agenten der Organisation uns gegenseitig auslöschen. Sora ist das größte Problem. Er ist stärker als Wechsel und doch hat die Nami sicher unter ihrem Fall. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er zu Marluxias Marionette wird. Und was schlägst du vor? Sollen wir Sora vernichten, bevor er Marluxia in die Hände fällt? Das ist nicht nötig. Wenn Marluxia auf das Licht setzt, dann setzen wir auf die Finsternis. Riku. Okay. Nur noch eine Karte übrig. Helmintown. Wenn ich das durchstehe, werde ich dann endlich die Finsternis los? Weiß ich nicht. Das musst du selbst herausfinden. Okay, dann weiter geht's in die neue Welt. Oder eher alte Welt, die kennen wir ja alle schon. Helmintown. Ach, die Geister. Und wie groß ist die Welt? Och, leck mich doch. Ey, ihr wollt mich doch alle natzen. Okay, wir sehen uns beim Eingang wieder. Okay. Und es ist immer noch... Es ist 3.22 Uhr morgens. Verdammt. Ach ja, der Boss ist auch ganz easy. Der kann ja auch nichts. Okay. Komm, mach noch einmal auf, bitte. Hab ich keine Nullkarten? Nein, ich habe keine Nullkarten. Ja, lach dich weg, du Fettsack.
Momentan kann ich nicht so viel reden. Weil es ist ja immer noch morgens. Und meine Eltern schlafen. Okay, jetzt komm. Ey, das war jetzt dämlich. So. Komm. Und? Ja, wieso hat er mal wieder Leben? Das, ey, das hat auch Mike entdeckt, also der Blindzeit. Komm. Der ist so ganz easy. Der kann ja auch nichts. So, guckt. Wenn man weiß, wie man ihn bewegen muss, dann ist er ganz easy. Ey, nur so ein kleines Stückchen nur. Bisschen Leben schadet ja nie. Komm noch einmal. So. Er hat doch wieder Leben voll. Was machst du da? Ja, er ist meine Hure. Er tanzt für mich. Ja, komm. Ich glaube, das war ein Bug. Das mit dem Leben von ihm, aber naja. Ist ja auch nicht so schlimm. Und Boogie Boogie. Die Karte kann ich auch gut gebrauchen. Okay. Irgendwie kommt immer in Ingame-Sound lauter vor, aber naja. Vielleicht ist es nur eingebildet. Vielleicht, weil es nur morgens ist. Okay, Maus weg. Die nervt sowieso am meisten. Und ja, Leute, frag mich nicht, warum ich eigentlich alle Räume mache. Ich könnte einfach den schnellsten Weg dahin machen, aber... Nee, ein bisschen leveln schadet ja nicht. Ich bin ja Stufe 48, wie ihr gerade gesehen habt. Und ja, wir sehen hier mal, wie viel ich hier brauche. Ja, davon habe ich genügend. Ich glaube, kommt... Ach, glaube ich, jetzt kommt der Kampf gegen ihn. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Okay, ich glaube, jetzt kommt der Kampf. Ja, jetzt kommt der Kampf gegen ihn. Oh nein. Ach, dieser Hammer, diese Aura. Du bist noch so ein Niemand. Du hast meinen Respekt. So weit gekommen zu sein, Rico. Dein Ruf ist gerechtfertigt. Ja, mach schade nur, dass du dich vor der Finsternis fürchtest. Ich fürchte mich nicht. Ich sehe, dass du das noch tust. Du hast das Potenzial, sie zu kontrollieren. Streife die Furcht ab, die dich schwächt. Befreie dein Herz und werde der Fenster des Darin her. Und wenn ich mich weigere, dann findest du dich. Dann findest du hier dein Ende und verlierst das Licht, die Dunkelheit, einfach alles. Oh. Erkenne die Macht der Finsternis. Ich, Laxus, werde nicht einem Feigling folgen. Gib deinen Widerstand auf und lasse die Finsternis einkehren. Okay, jetzt komm. So. Okay, schon sofort in diesem Modus. Er muss mich heilen, Michi. Viel schwerer in Erinnerung, aber naja. Okay. Jetzt komm, triff ihn. Okay, das ist gut. So mag ich. Verdammt, ich habe einen Fehler gemacht. Also ich bin gar nicht mehr in Sinister-Modus, habe ich gerade so entdeckt. Jetzt aber schon. Ja.
Der ist doch voll easy. Wenn man 0 Karten einsetzen kann, dann hat man echt gute Chancen. Der war doch echt easy. Oh, Level Up, okay. Und wir haben Lexius. Lexius, jo. Level Up. Machen jetzt Sinistra-Punkte mehr. LP habe ich ja sowieso jetzt genügend. 350 ist wie bei Sora dann. Welche Macht? Was ist los, Lexius? Ist das alles, was die Finsternis vermag? Nun, wir scheinen wenig besiegt. Aber die Organisation wird triumphieren. Ich werde verlieren, aber die Finsternis, die ich freisetzte, wird dich verschlingen. Was zum? Und so ist ein Mitglied von der Organisation noch gestorben. Okay. Was ist geschehen? Wo bin ich? Ich sehe alles klar und deutlich. Sieht nach Anselm aus. Laxius? Lexius? Rico, ich kann dein Herz sehen. Nein, nicht Lexius. Widerliche Finsternis wie diese kann nur so einer Person gehören. Ja, weiter so. Erinnert dich an mich. Lass mich in dein Herz hinein. Anselm! Du hast meinen Namen gerufen, Rico. Du denkst an mich? Du fürchtest dich vor der Finsternis, die ich befehlige. Gut. Je mehr du an mich denkst, desto mehr rückt meine Wiederkehr. Und wenn ich verwache, wird dein Herz mir gehören. Rico, kämpfe! Fall Anselm nicht in die Hände. Diese Stimme. Richtig, Mickey. Eure Majestät. Vorwitziger König. Oh. Einfach mal auf dem Boden liegen. Der König hat mich beschützt. Das hast du erfasst. Eure Majestät, wo seid ihr? Antwortet mir. Wie schon gesagt, ich kann nicht schreien. Es ist morgens. Ihr seid bei mir, nicht wahr? Okay. Zuerst stimmt, wechseln jetzt auch noch Lexius. Was wird nur aus der Organisation? Ja, das folgt. Oh, Axel. Laxin ist inzwischen ebenso von der Bildfläche verschwunden. Namin hat sich ihr widersetzt. Wer wohl als nächstes dran ist? Vielleicht du? Ich? Nein. Ich habe von Sora bereits Kulde gezogen. Er glaubt, er hat mich endgültig besiegt. Ich habe nicht vor, das Ganze so bald zu wiederholen. Nein, als nächstes ist Malusha in der Reihe. Du glaubst, Sora wird gewinnen? Denn jeder, der dich besiegt, ist unbesiegbar, ist es das? Ja, Malusha hat einen Plan ausgewählt, Sora gegen die Organisation einzusetzen. Das passt doch. Da passt es doch, dass Sora sein Untergang ist. Dann brauchen wir Rico. Ja, gar nicht mehr. Viel Glück für den Kampf. Möchtest du es also mit jemandem aufnehmen, der Lexius vernichtet hat? Das ist nicht meine Art. Hast du die Daten über Ricos zu Hause bei dir? Warte mal, kommt jetzt noch ein Kampf. Oh? Die Luft hat sich verändert. Eine der Auren ist verflogen, eine ganz starke. Oh. Sexion. Das war Malusha, Herr dieses Schlosses. Wohl eher ehemaliger Herr. Der Meister des Schlüsselschwertes hat ihn gerade erledigt. Der Meister des Schlüsselschwertes? Du meinst Sora? Sora ist hier? Möchtest du ihn sehen? Oder sollte ich eher fragen, kannst du dich ihm stellen? Was soll das denn heißen? Finsternis und Anselm Schatten nisten in deinem Herzen. Schämst du dich nicht, Sora in diesem Zustand gegenüberzutreten? Soras Schicksal ist der Kampf gegen die Finsternis. Als Held des Lichts muss er sich den Hütern der Finsternis stellen, also dir. Wenn du mir nicht glaubst, dann nimm diese Karte. Dann sieh dir die Wahrheit mit deinen eigenen Augen. Diese Karte, das ist unsere... Ja, dein Zuhause. Ja, das hast du aufgegeben für ein schönes Zimmer. Dritter Kellergeschoss. Okay, es kommen jetzt insgesamt noch 3 Welten.
Also Destiny Island jetzt. Danach die andere. Und dann das letzte. Ich hätte nie gedacht, dass mir die Winde der Insel so sehr fehlen würden. Es gab Zeiten, da konnte ich erst nicht erwarten, von diesem Felsen runterzukommen. Und jetzt bin ich ganz erleichtert. Sind das? Hey! Was geht ab? Was ist mit euch los? Ich habe euch drei noch nie so still gesehen. Hängt mir was im Gesicht oder was ist los? Nein, keine Essensreste. Hallo? Habt ihr vergessen, er kann ja nur böse Schlüssel des Anblicks. Ja. Er kann nur Leute in der Finsternis erkennen. Die anderen Leute sieht er ja nicht. Ey, das ist viel kürzer. Gut so. Dann mache ich das auch noch in diesem Part. Gut. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Okay, Leute, es geht weiter. Och, dazu kommt noch eine kleine Geschichte. Es ist vieles passiert, bevor ich hier angekommen bin. Ja, Kairi. Okay, die ist auch so still wie die anderen. Hey, Kairi, doch nicht etwa auch du. Doch. Ah. Das hast du davon, wenn du alles aufgibst für ein Zimmer. Nein! Du wusstest es doch, dass es passieren würde. Woher hätte ich das wissen sollen? Du bist doch schon vorher durch viele Welten aus deiner Erinnerung gereist. Von diesen Welten sind dir nur dunkle Wesen begegnet. In deinem Herzen sind nichts als dunkle Erinnerungen übrig. Deine Erinnerungen an dein Zuhause sind weg, jede einzelne. Das ist gelogen. Ich erinnere mich noch genau an alle hier. Tito, Selfie, Waka. Und auch an Kairi und Sora. Sie sind meine. Ja, was sind die? Sie sind meine Freunde. Und wer hat diese Freunde einfach längst liegen lassen? Vielleicht hast du ja deine eigenen Taten vergessen. Du hast dein Zuhause zerstört. Momentan ist für mich der Ingame-Song richtig leise. Ich weiß nicht, was jetzt los ist, aber naja. Das ist ja jene Nacht. Die Insel, auf denen du aufgewachsen bist, wurden zersprengt und zerstört. Dabei gingen viele Herzen an die Finsternis verloren. Und das alles wegen dir. Nein. Als Inselbewohner hattest du es satt, von anderen Welten abgeschnitten zu sein. Und deshalb hast du das Tor zur Finsternis geöffnet und die Inseln zerstört. Das warst du. Und jetzt gehörst du der Finsternis. Schau, was aus dir geworden ist. Was Hässliches. Ja, der Schattenwurm. Das bin doch nicht ich. Doch anscheinend schon. Okay. Es ist... Wieso? Oh, verdammt, ich habe vergessen, mich zu heilen, bevor ich in diesen Kampf reingegangen bin. Okay. Also, bevor ich hier angekommen bin, habe ich einen dummen Fehler gemacht. Einen wirklich dummen Fehler. Ich habe irgendwie einen Save-Stick gemacht, der irgendwie weitergegangen ist. Also, ich habe ein bisschen vorgespielt, weil ich dachte, ja, ich kann jetzt ein bisschen vorspielen und dann hast du dann später ein bisschen abkürzen mit Zufallskämpfen und so. Aber nein, ich habe da so einen dummen Fehler gemacht, dass ich dann irgendwie vorgespielt habe und nicht mehr zurück konnte. Also, den Kampf mit Schattenbrunnen habe ich geschnitten, den Kampf also mit Section, das Gespräch habe ich irgendwie alles geschnitten. Alles war weg. Und danach habe ich bei Twilight Town irgendwie dann irgendwelche Fehler gemacht, dass ich dann auch da ein komisches 60 gemacht habe. Am Ende habe ich gedacht, ach komm, gleich alles nochmal machen, das dauert ja nicht nochmal so lange. Hat es auch nicht. Hat irgendwie nur 3 Stunden gedauert, alles nochmal zu machen. Aber was tut man ja nicht für mein Let's Play. Und momentan seht ihr bestimmt ja. Ich habe nämlich die normale Stärke, ich bin noch nicht... Ich bin eigentlich ein höheres Level, aber momentan bin ich hier bei den neuen, als ich noch mal durch hier gespielt habe, auf Level 39 oder so. Aber ich kam aber ganz schnell eigentlich durch mit den ganzen Gegnern. Ach, der ist so ein netter Boss.
den kann man nicht ernst nehmen. Bei denen kann man nicht verlieren. Außer wenn man ein bisschen dämlich im Kopf ist und nicht weiß, wie man diese Karten benutzt. Ja, echt jetzt. Das ist echt so, Leute. Man muss nur wissen, wie man diese Karten hier benutzt. Wozu hat denn, liebe Gott, euch den Verstand gegeben, damit ihr das spielen könnt? Nein. Wie kommt? So, null Karten an Stechen und dann ist sauerlich geklärt. Komm jetzt. Jetzt kommt die Faust. Habe ich das jetzt gestochen oder was? Mann, komm. Wie mal volle Leben habe ich und besiegen noch. Noch erbärmlicher. Ich habe ich das nicht gerade gestochen? Naja, egal. Okay. Okay, das dauert nicht mal lange. Das dauert nicht mal lange, Leute. Nicht mal lange, nicht mal lange. So. Und. Okay. Ich hab das gestochen. Oh, möglich. Okay. So. Kann man nochmal die Faust an das Auge schnell das Gegriffe gibt. Greift nicht die Schatten durch an, greift ihn über seinen Arm. So. Wie kann man nur bei so einem Boss verlieren? Ich fasse es nicht. Es gibt ja bestimmte Leute, die ja verloren haben, ich weiß auch nicht wie. So? Wenn man den ersten Teil durchgezockt hat, also von Sora, dann... Ein Witz ist das dann nur. Mit Rico geht das auch viel schneller, weil er hat ja keine richtige Story und man kämpft nur gegen die Wesen der Dunkelheit. Wie viel Leben hat er bis abgezogen, weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht bisher. Okay, das dauert nicht mal lange. Das dauert echt nicht mal lange. Einmal seine Faust nach unten, dann ist alles geklärt. Komm, die Faust nach unten, die Faust nach unten. Das willst du doch auch, die Faust nach unten. So. Die Faust willst du nach unten machen. Dann mach es doch, dann mach es doch. Das ist gut. Das ist so ein... Ey, komm jetzt. Komm nochmal die Faust nach unten. So. So ein leichter Boss. Und Level Up. Ohne dieses Level Up, weil ich bin schon auf Level 53 auf den anderen Safe State. Den ich danach noch hochladen werde. 37. Oh, meine Geschwister, verdammte Scheiße. Warte noch. Was? Sora? Hör auf, Sora. Erkennst du mich nicht mehr? Doch, ich erkenne dich. Ich sehe genau, was aus dir geworden ist. Okay. Ja. Schau dich doch an, wie du vor dem Licht zurückweichst. Wartet. Okay, ich habe das jetzt geklärt. Du bist nicht mehr Rico. Du bist ein Sklave der Finsternis. Sklave? So sei es. Es ist an der Zeit, dass du dem Licht stirbst. Okay. Ich vergehe, vom Licht verschlungen. Ey, du wirst nicht vergehen. Du kannst nicht vergehen. Keine Macht kann dich besiegen, weder Licht noch Dunkelheit. Also fürchte nicht vor dem Licht und fürchte nicht die Dunkelheit. Beide machen dich stärker. Auch die Finsternis? Besonders die Finsternis, denn diese Macht gehört dir allein. Die Finsternis in deinem Herzen ist gewaltig und tief. Aber wenn du ohne zu blinzeln hineinstarren kannst, wirst du nie mehr Angst haben. Die ganze Zeit habe ich die Finsternis verdrängt. Sei tapfer, wisse, dass die Finsternis da ist, aber gib ihr nicht nach. Gelingt dir das, gewinnst du eine Stärke, wie sie sonst keiner hat. Du wirst selbst der tiefsten Finsternis entkommen können. Und ich werde selbst durch das hellste Licht hindurchsehen können. Folge der Finsternis, Rico. Sie weist dir den Weg zu deinen Freunden, die dir fehlen. Aber kann ich ihnen gegenübertreten? Möchtest du das nicht? Du weißt, dass ich es will. Und das werde ich auch. Die Finsternis, meine Finsternis, sie wird mir den Weg weisen. Und es geklingelt. Finsternis, erwache!
Okay. Sinistra-Modus und BAMS in your face, bitch. Oh, unmöglich. Wie konntest du mich im Licht finden? Deine Aura verströmt Finsternis. Selbst das Licht kann diese Aura nicht überdecken. Ich bin der Finsternis bis zu dir gefolgt. Ach, trotz deiner Proteste bist du nichts weiter als das Wesen der Finsternis. Ich weiß, wer ich bin. Seit wann? Bisher hattest du panische Angst vor der Finsternis. Aber jetzt nicht mehr. Er hat gelernt. Na, Heuchler. Er ist entkommen. So. Habe ich das jetzt auch gezeigt? Hier, guckt euch dieses Level an. Okay, wir sehen uns beim Ausgang hier. Also, bis gleich. Okay. Angekommen und kleine Konversation kommt mal gleich. Was ist er? Noch nie hat jemand die Felsen aufgenommen wie er. Er ist ein Schwarm, er kann alles aufnehmen. Das kann nicht sein. Replika Riku, Axel. Oh, Riku! Ist das Riku? Nein. Oh ja, natürlich, wechselndes Kopie. Gute Idee, wir können diesen Riku verwenden, um den Echten zu besiegen. Axel? Sag mal, Riku, es muss doch furchtbar sein, zu wissen, dass du nicht echt bist. Ja, vielleicht. Ich wette, du wärst gern echt. Ja. Nun, du kannst es sein. Du brauchst nur die Stärke, die der echten Riku nicht hat. Hast du sie, kannst du eine neue Person werden. Eine eigene Person. Nicht Riku, nicht jemand anderes. Du bist dann ganz du selbst und keine Kopie mehr. Nur Kopie. Axel, was erzählst du denn da? Fang doch einfach bei ihm hier an, mein Lieber. Soll ich ihn fressen oder was? Bist du völlig verrückt geworden? Tut mir leid, Sexy. Wenn dich zu schon ist, nicht halb so unterhaltsam wie Sora und Riku zu beobachten. Und er wurde gefressen. Nein, hör auf! Und er wurde gefressen. Riku, Riku. Wer bist du? Aber natürlich diese Stimme. Ich weiß, dass du ihm fehlst, Riku. Mein Grip um dein Herz. Du hast die Finsternis eingelassen. Dein Herz wird ein alles verschlingendes Finsternis werden. Ich bin nicht mehr so. Ich glaube schon. Yay, ich kann fliegen. Ich kann mich nicht bewegen. Peter Pan ist wieder im Spiel. Je tiefer die Finsternis dich durchdringt, desto stärker werde ich. Deinen Körper zu kontrollieren ist einfach. Und da kommt die kleine Maus. Mickey Maus. Gott, schon wieder funkst du mir dazwischen. Gott sei Dank noch rechtzeitig. Damit ist Anzim vorübergehend außer Gefecht gesetzt. Ach ja, in Destiny Island habe ich keinen Mickey kontrollieren können. Also er kam gar nicht als Hilfe. Tut mir leid, dass ich es nicht früher geschafft habe, Riku. No problem. Ihr seid jetzt eure Majestät? Aber natürlich. Oh, hey, aufhören, das gibt's nicht. Haha, diesmal seid ihr echt und keine Illusion. Ich bin so froh, dass ihr gekommen seid. Ich habe es doch versprochen, oder? Keine Sorge, mir fehlt nichts. Ich bin bloß erleichtert. Ich war nur so lange allein, dass mich Gesellschaft jetzt einfach überfordert. Aber wie seid ihr hergekommen, Eure Majestät? Ich dachte, ihr wärt weit weg. Diese Karte hat mir den Weg gewiesen. Ich suchte einen Weg aus dem Reich der Finsternis, als mir diese Karte unterkam. Als sie aufhob, wies sie mir den Weg zu deinem Herzen, fernab der Finsternis. So habe ich dich aufgespürt. Die Karte dachte wohl, sie gehöre zu dir. Ja, die Karte dachte so. Vielleicht habt ihr recht. So. Die vorletzte Karte bekommen. Und was hat Mickey zu sagen? Die Macht, die das Licht ist, müsste eins an meinem Weichen im Zaun halten. Okay. Ab hier habe ich den Safe State, ab da werde ich dann den Safe State wieder neu laden. Dimmer Stadt, oder? Twilight Town. Wo bin ich jetzt? Ich erinnere mich an diesen Ort nicht. Eure Majestät, wisst ihr, wo wir sind? Eure Majestät? Seine Majestät ist nicht hier.
Reyash, du musst mich um die Finsternis allein bekämpfen. Er überlegt. Nein. Du gibst schon auf, so nimm dein Schicksal an und akzeptiere. Akzeptiere Anson als deinen Herr. Du bist nicht Anson. What? Deine Aura ist irgendwie anders. Der Anson in meinem Herzen ist dunkler, übler und riecht schlimm. Du bist nicht so. Ich spüre keine Finsternis, sondern etwas anderes. Was Krankes. Ich kapiere es endlich. Du hast mich geführt, als alles begann. Du hast dich als Anson ausgegeben und mir diese Karte gegeben, damit ich mich der Finsternis stelle. Ey, warte mal. Gleich gehe ich mal raus und sag dir mal meine Meinung. Das stimmt. Wer ist es? Nenn mich Dis. Der Name ist so gut wie jeder andere. Warte, wie heißt dann? Wie heißt Dis? Dis hat eine Bedeutung. Darkness in. Was heißt Darkness in? Ach, verdammt, das Set weiß ich nicht mehr. Ich beobachte dich schon lange. Wer bist du wirklich? Und was willst du von mir? Ich möchte, dass du dich entscheidest. Mit Dis werden wir noch später in 348 2 Days noch ein bisschen kennenlernen, dass du mich entscheide. Du bist etwas Besonderes. Du existierst zwischen Licht und Schatten, im Halbdunkel. Im Twilight. Ich möchte, dass du Namine triffst und dich dann entscheidest. Namine, wer ist das? Lern sie kennen und finde es heraus. Hey, warte! No, er wartet nicht. Schlüssel des Anbeginns. Ach, Twilight Town. Ja, ich wusste es doch. Und... ach, so viel... so viel... Okay, wir sehen uns im nächsten Part. Da werde ich dann alles hier geregelt haben. Und dann, das ist auch der letzte Part dann. Und wir sehen uns das nächste Mal.